meiner Haupttätigkeit bezieht sich auf die monochrome Zeichnung. Mit dem Schwarz-Weiß, Licht und Schatten zu arbeiten, ist faszinierend für mich. Monochrome Zeichnung bedeutet für mich die bunte Welt, die auf Farbigkeit des Graphits umzuwandeln. Ich benutze hauptsächlich Graphit, Graphit in verschiedenen Formen, Graphit in verschiedener Konsistenz. Der Graphit wird nicht bunt, der wird im Kopf bunt bzw. in unseren Augen. Oder eine Situation, die ich im Leben oder in meinem Umfeld gesehen habe, die nehme ich auf, versuche die mit ins Atelier zu nehmen und dann das als Form zu realisieren. Fange ich mit abstrakter Form an, die wird später vielleicht zu einer zum Teil realistischen Form umgewandelt und dann flüchte ich sozusagen in Anführungszeichen von der Realität ins Abstrakte wieder zurück. Und dieses Spiel zwischen dem Abstrakten und Realistischen begleitet mich permanent. Körper, die extremen Formen beinhalten. Also hier in dem Fall ist das eine sehr, sehr dicke Form, die sehr interessant wirkt. Oder umgekehrt, der Körper kann ganz dürre und ganz schmal wirken, finde ich auch sehr interessant. Also die gewöhnlichen Körper interessieren mich weniger. Bei dem Porträt suche ich auch extreme Kontraste zwischen Licht und Schatten. Oder ich baue mir die selber auf, auch wenn ich die in schwacher Form irgendwo gesehen habe. Dann versuche ich die nochmal zu verstärken. Das Kissen habe ich in verschiedenen Formen bei der letzten Ausstellung dargestellt und ich habe das Kissen mit menschlichen Formen vermischt. Das bedeutet schon wieder das Formale. Das Kissen als Form ist das eine, aber der Ausdruck der Form und Inhalte der Form bedeuten für mich viel, viel mehr. Ich habe bei den verschiedenen Kissenformen dicke Menschen dargestellt und die habe ich untergemischt sozusagen. Das bedeutet für mich, diese opulente, grobe, dicke Form des Kissens habe ich mit dem Mensch verglichen. Die Konfrontation der Form würde ich das so nennen und nicht unbedingt das Kissen selbst per Namen genannt.